YouTube und willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal Einstein-Sally und somit zum 41. Lego Stadtupdate. Wie im letzten Stadtupdate berichtet, werde ich euch heute zeigen, was ich mir alles im Lego Store und im Blue Brick Store geholt habe. Doch zuerst möchte ich euch die erste Figur vorstellen, die ich nachbauen durfte. Das ist die Figur von Moritz. Moritz, falls du dies siehst und deine Figur gefällt dir, kannst du das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder falls du noch Ratschläge oder Umsetzungen zu deiner Figur hast, auch das bitte in die Kommentare. Du findest auf jeden Fall einen Platz in der Fastfood-Kette Los Palos Hermanos. Doch bevor wir mit dem Video starten, möchte ich dich bitten, diesen Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Wenn du dies tust, besteht die Möglichkeit für einen kurzen Shoutout in diesem Abschnitt des Videos. Die drei neuesten Abonnenten auf meinem Kanal sind Muskelkater 3351, Fox Bricks und Petro Augusto. Vielen Dank für eure Abos. Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, dass ich deinen Kanal auf meinem Tab-Kanäle vorstelle und verlinke. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, meinen Kanal Einstein-Sally bei eurem Tab-Kanäle zu verlinken und mir Bescheid zu geben. Hierdurch werden nämlich nochmal einige auf euren Kanal aufmerksam und können diesen auch leichter finden. Vielen Dank für jeden, der das tut, und wir legen los mit dem Stadtupdate. Das erste Set, was ich mir geholt habe, ist dieses Set hier. Das ist der Lego Super Bio Markt oder wie auch immer man diesen jetzt nennt. Das ist die 60374 von Lego. Hier finde ich zum Beispiel die ganzen neuen Teile wie die Tür hier oder diese Teile hier oder die Maiskolben, die sind jetzt neu. Oder auch hier der Einkaufswagen oder das Bein hier von diesem Typen. Das sind alles neue Teile und ich finde die eigentlich ziemlich cool. Es gab ja bisher immer viele tolle Ideen und Tipps, wie man halt so einen Einkaufswagen selber bauen kann oder selber mocken kann. Jetzt hat Lego da sozusagen entgegengewirkt hier mit einem orangenen Einkaufswagen. Finde ich eigentlich ganz nice. Ich glaube, davon werde ich mir nochmal zwei, drei nachbestellen. Ich finde das Set eigentlich ziemlich cool, auch weil es viele Ansätze hat, dass man halt nutzen kann. Natürlich ist es ein Supermarkt, was kein Dach hat, aber na gut. Ich glaube, dieses Set werde ich irgendwo in die Stadt integrieren können und deswegen habe ich es mir auch geholt. Machen wir gleich weiter mit dem zweiten Set. Das ist die 60345, der Gemüselieferwagen mit diesem kleinen Feld hier dabei. Ich finde das Feld eigentlich sehr cool gemacht, auch wenn es halt jetzt nur etwas wenig ist. Aber ich glaube, wenn man sich von diesen Maiskolben oder hier von den Trauben oder von dem, was auch das hier immer wieder darstellen soll, mehrmals holt und dann in einem großen Feld darstellt, sieht das vielleicht sogar ganz cool aus. Mal schauen. Den Wagen an sich finde ich eigentlich ganz okay, aber ich glaube, ich werde den in meiner Stadt etwas umbauen und zwar zu einem richtigen Lieferwagen, ohne dass man jetzt hier an den Seiten irgendwas kaufen kann. Ich glaube, das werde ich noch vornehmen, aber sonst ist das auch ein ziemlich cooles Modell, was man halt hier in die Stadt integrieren kann. Das dritte Set, was ich mir geholt habe, ist die 40469, das Tuk-Tuk-Auto. Ich habe es gesehen und habe mich sofort verliebt. Ich weiß nicht wieso, aber diese bunten, knallen Farben sprechen mich irgendwie an. Und ich finde das Tuk-Tuk eigentlich auch ziemlich cool umgesetzt, obwohl es für die Größenverhältnisse etwas fragwürdig ist. Ich meine, stellen wir mal dieses kleine Auto hier von dem Bio-Supermarkt dazu. Ja, ich mal gucken. Also irgendwie ist die Größe ein bisschen mir ein kleines Dorn im Auge, aber ich glaube, aus diesem kleinen Set kann man auch was machen. Das nächste Set ist die 40526 von Lego. Im Lego Store Dresden haben sie leider nur noch eins gehabt. Ich hätte mir lieber davon zwei oder drei Stück geholt und dann die verteilt in meiner Stadt eingebaut. Apropos eingebaut, ich baue das kleine Set mal auf und dann zeige ich euch das mal. Fertig aufgebaut sieht das Ganze dann so aus. Wir haben drei Minifiguren, zwei E-Roller und eine Aufladestation. Ich glaube, wenn man sich davon zwei oder drei in die Stadt stellt, sieht das Ganze schon ganz anders aus. Ja, bei diesen zwei Sets handelt es sich um ein Set, was man dann ab einem bestimmten Preiswert bekommt, wenn man im Lego Store einkaufen geht. Da haben wir die 30417 Lego Friends, das ist so eine Blume oder eine Orchidee oder was auch immer das darstellen soll. Und die 40561, das finde ich eigentlich ganz cool. Und ich würde mal sagen, wir bauen diese beiden Sets jetzt einmal auf und dann zeige ich euch sie. Und so sehen die beiden Sets nun einmal aufgebaut aus. Da haben wir hier einmal diese kleine Blume mit dem Schmetterling dazu und hier den Stiftehalter. Und ich konnte es mir nicht entgehen lassen, hier natürlich meinen Namen drauf zu klemmen. Ein Stein, das N hat da nicht mal richtig ganz gut drauf gepasst. Und dann hier drüben noch Sally. Ich finde das extrem cool. Das können wir auf jeden Fall so lassen. Im Lego Store Dresden habe ich mir natürlich auch zwei große Pick-a-Brick-Becher füllen lassen. Zum einen hier die Trans-Blue Clear Fliesen oder wie auch immer man diese Fliesen nennt, für meinen Fluss und für meinen Meerbereich. Ich glaube, davon kann man nie genug haben.
Und zum anderen habe ich mir diesen Becher hier füllen lassen mit allerlei Krimskram, was halt der Lego Store Dresden halt zur Verfügung hatte an Stein. Deswegen bin ich eigentlich mit der Auswahl hier sehr zufrieden. Außerdem konnte ich noch aus einem Konvolut hier noch ein paar Klemmbausteine mir entnehmen. Das sind so Basic-Sterne und auch nochmal ein paar Sterne, die man gut für eine Stadt benutzen kann. Deswegen habe ich jetzt hier auch nochmal einen guten Fang gemacht, um ein paar Basic-Steine für meine Stadt zu bekommen. Und zum Schluss war ich natürlich auch im Blue Brick Store in Dresden und habe mir einen ganzen Becher voll mit Klemmbausteinen füllen lassen, die halt da waren. Ich meine, das war jetzt kein Blue Bricks Mega Store, aber ein kleiner, ja, was heißt kleinerer Store war es schon, wo man so ein paar Teile bekommen konnte, gerade Fliesen und so ein paar Lim-Elemente. Und da habe ich mir das natürlich nicht entgehen lassen, mir hier so einen großen Becher komplett füllen zu lassen mit dem, was man halt dort im Store zur Verfügung hatte. So, nach einem Jahr Set-Sammeln von Lego und auch von vielen Alternativmarken habe ich, glaube ich, jetzt ein großes, ja, eine große Auswahl an Sets, die ich halt für meine Stadt Brickwick benutzen kann. Ich meine, da sind Lego-Sets dabei, da sind aber auch Alternativmarken mit dabei. Und ich gehe davon aus, dass wirklich alle Sets in einer vielleicht noch etwas veränderten Art und Weise in meiner Stadt einen Platz finden werden. Viele bieten sich einfach da an und geben auch dementsprechend viel mehr an Möglichkeiten frei, diese in die Stadt zu stellen. Ich meine, was bringt einem eine Fassade, die zwar extrem cool aussieht, aber kein Gebäude ist? Und ich glaube, zum Beispiel mit so einem Set kann man sehr viel machen und sehr viel rausholen. Genauso wie diese beiden Sets hier. Die sind sehr cool aufgebaut von der Fassade her und auch von der Inneneinrichtung. Eigentlich ganz cool und die sind auch modular. Aber ich glaube, etwas verändert kann man die dann in eine Stadt auch integrieren. Und ich glaube, damit fangen wir auch gleich mal an. Und das Erste, was ich mir hier rauspicken werde, ist hier dieser Liefergemüsewagen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich den so ein bisschen ummocken möchte. Und ich würde mal sagen, damit fange ich jetzt einfach mal an. So, von allen drei Fahrzeugen gefällt mir tatsächlich jetzt der Gemüsewagen am besten, auch wenn er halt wirklich sehr schlicht aufgebaut ist. Aber ich glaube, ich konnte den sehr gut umbauen, sodass er den Zweck eines Lieferwagens sehr gut erfüllt, weil man hat jetzt hier hinten halt die Fläche, die man halt, ja, mit einer Hand ein bisschen schwierig, beladen kann mit ungefähr, ja, ich gehe mal davon aus, dass hier drei Kisten voll eingeladen werden können mit Gemüse. Und das erfüllt halt seinen Zweck. Ne? Also da bin ich ziemlich froh, dass ich das dann doch ganz gut gemeistert habe. Bei dem hier sind mir halt zu viele Sticker drauf, das ist mir ein bisschen zu bunt, aber es erfüllt halt den Zweck von einem Eiswagen. Ich meine, man macht hier das Fenster zur Seite und dann kann man hier den Verkauf starten. Und hier den Wohnwagen finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung, nur den musste ich ja schon damals in einem anderen Stadtupdate, war das ja mal der Fall, auch etwas umbauen, weil mir hier so ein paar Sachen nicht gefallen haben. Und hier oben ist übrigens die Sig Fig von Paul.Stadtstein. Weil ich den jetzt ein bisschen umgebaut habe, habe ich natürlich auch ein paar Teile, die übrig geblieben sind. Und ich glaube, die können wir ganz gut zum Umbau des Supermarktes dann irgendwann in ferner Zukunft benutzen. Und da kommt ihr jetzt nun wieder ins Spiel. Ich starte mal wieder eine Umfrage im Community-Tab. Schaut gerne mal vorbei, wenn ihr das Video fertig geschaut habt. Da ist jetzt nämlich eine Umfrage online gekommen, mit welchem Teil der Stadt ich jetzt nun als nächstes anfangen soll. Ich meine, wir hatten dasselbe Prinzip schon mal mit dem modernen Hauptbahnhof, der ja ganz klar damals bei dem ersten Vote gewonnen hatte. Selbe Prinzip jetzt nochmal, nur diesmal stehen zwei Sachen zur Verfügung. Den Strand habe ich rausgeschmissen, ich habe auf Strand momentan wirklich keine Lust. Bauen wir jetzt zuerst das Innenstadtzentrum oder die neue Variante des landwirtschaftlichen Sektors. Stimmt mal jetzt ab im Community-Tab. Das war es auch mit diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat und ihr den Umbau dieses Gemüsewagens
auch cool fandet, dann lasst ihm noch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns im nächsten Stadtupdate wieder. Bleibt dran, bis dann, euer Einstein-CD. Und jetzt übrigens, ne, Community-Tab vorbeischauen, anklicken und dann, ja, ihr seht das schon. Im Sinne der Klemmbausterne, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst ihr noch gerne ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr könnt meinen Kanal jetzt hier kostenlos abonnieren. Da oben findet ihr das letzte Video und hier unten findet ihr eine andere Playlist von meinem Kanal. Also bleibt dran, bis dann, euer Einstein-Sally.